Die Person, die auf diesem Foto als Maske verkleidet ist, muss also Detektiv Edme sein. Okay. In jener Nacht ging sie also nicht zu Lord Lee Taylor, sondern zu KB Security. Ja, ich bin genau zu der im Erpresserbrief angegebenen Zeit zu KB Security gegangen. Okay, was ist als nächstes passiert? Nun, ich hatte dort gearbeitet, also wusste ich, wo das Chefbüro war. Ich habe angeklopft, aber keine Antwort bekommen. Daraufhin habe ich die Schlüsselkarte benutzt, um die Tür aufzusperren. Wahrscheinlich hat er dabei seine Brieftasche fallen lassen. Und ich frage mich immer noch, wie lax können die Sicherheitsvorschriften sein, wenn er seine Schlüsselkarte immer noch hat? Also. Ja. Jetzt weiß ich, wofür KB steht. Kein Box Security. Das könnte sein. Ja. Als ich das Chefbüro betrat, war jemand dort drin. Jemand? Edme? Die Umrisse kennen wir doch. Ja. Dann wurde mir plötzlich auf den Kopf geschlagen, Rums. Aha. Nicht Edme wurde mit den Shishishito K.O. geschlagen, sondern Ron. Aber wie hätte er da sein können? Ja, vielleicht hat er ja die Datumsanzeige verändert. Hat kein Bullard sie geschlagen? Das weiß ich nicht. Die Person rannte weg, als ich noch benommen war. Als ich zu mir kam, verschlug es mir die Sprache bei dem Anblick, der sich mir bot. Ja, das... Da würde mir auch übel aufkommen. Die Leiche des Chefs lag direkt vor mir. Ich dachte, ich würde auch sterben. Jedenfalls dachte ich mir, dass ich etwas mit der Leiche machen müsste. Okay, bald für dich. Deshalb haben sie sie also in den Tresor gelegt? Ja, das ist richtig. Lol. Ich war früher der Leiter eines der Sicherheitsteams, deshalb konnte ich ihn öffnen. Aber, okay, was haben die dann gemacht? Nun, zunächst einmal habe ich mich aus dem Staub gemacht. Ich hatte damals die Überwachungskameras in dem Gebäude installiert. Deshalb wusste ich, wie ich ihnen ausweichen konnte. Aha. Nee. Plötzlich scheint mir Herr Delight irgendwie der Mörder zu sein. Bitte sag sowas nicht. Gut, warum sie entlassen wurden. Adelaide, stimmt es, dass sie vor einem Jahr gezwungen wurden, bei KB Security zu kündigen? Ah, woher wissen Sie? Tja. Ich flehe Sie an, sagen Sie das bitte nicht meiner Jessie, bitte. Das ist so peinlich. Keine Sorge, wir haben es noch niemandem gesagt, aber... Puh, Gott sei Dank. Aber irgendwann muss ich es ihr sagen. Desi würde es sowieso bald herausfinden. Warum haben Sie es überhaupt verheimlicht? Desi würde mich hassen, wenn sie jemals herausfindet, dass ich ein Krimineller bin. Ein Verbrecher, ein Dieb, sie würde mir nie verzeihen. Meine Ehe wäre am Ende. Wenn Sie das doch wissen, warum sind Sie dann überhaupt Dieb geworden? Weil Desi das Geld mit vollen Händen ausgibt. Es gibt keinen Job auf der Welt, mit dem ich genug Geld verdienen könnte. Außer als Dieb, zumindest hatte ich das geglaubt. Er ist also wegen Desiree in die Rolle des Mask de Mask geschlüpft. Das ist wahre Liebe. Mal gucken. Der Notrufknopf wurde nur einmal ausgelöst, ungefähr als Bullard ermordet wurde. Oh, das ist erschreckend. Wissen Sie irgendetwas darüber, Herr Delight? Tut mir leid. Leider weiß ich nichts. Warum überrascht es mich nicht mehr, wie angstlos er ist? Kanes Liste. Diese Liste, die haben wir im Büro des Chefs Herrn Bullard gefunden. Hey, das ist eine Liste aller Dinge, die Mask Mask gestohlen hat. Und neben jedem Objekt ist der Wert vermerkt. $100,000, $150,000. Bist du sicher, dass der Wert der gestohlenen Objekte ist? Okay, ich ahne Übles. Vielleicht hat Kane ihm quasi die gestohlenen Sachen abgekauft.
Oder Provision fürs Klauen. Mhm. Die Zahlen erscheinen mir ein wenig niedrig zu sein. Selbst auf dem Schwarzmarkt wären die Preise mindestens dreimal so hoch. Er kennt sich wohl damit aus, weil er mal als Wachmann gearbeitet hat. Oder weil er wirklich Maske Mask ist. Das ist der Notrufknopf aus dem Chefbüro. Wie haben Sie den rausgekriegt? Der wundert sich gar nicht. Ja. Nicht draufdrücken, der macht einen Höllenlärm. Selbst hier drin. Hoffe. Tut mir leid. Das macht einfach so viel Spaß, Lärm zu machen. Hat dieser Notrufknopf etwas mit diesem Fall zu tun? Und momentan kann ich das noch nicht sagen. Ich habe ihn einfach so aus der Wand gerissen. Schließlich waren keine Abdrücke ab oder sonstige Spuren darauf. Okay, jetzt können wir ihn ja mal fragen. Hey, das ist der Artikel über meine Premiere als Räuber. Ach. Junge, das war hart. Ehe ich mich versah, waren sie mir schon auf den Fersen. Aber The Mask ist doch sicherlich entkommen, oder? Jetzt kommt bestimmt raus, dass er der Wachmann ist. Im Artikel steht, er wäre verschwunden. Das stimmt. Ich hatte ganz plötzlich einen Geistesblitz. Ich habe mein Maskenkostüm in einem Plastikeimer versteckt. Dann habe ich mir schnell meine Wachuniform angezogen. Clever, oder? Ha. Wow, klasse. Hey, Moment mal. Ach, der Wachmann auf diesem Foto, das sind Sie, Herr Delight. Haben wir es doch gewusst. Das stimmt. Netter Trick, wenn ich das so sagen darf. Nett und leicht zu durchschauen, sogar Pearls hat das sofort erkannt. Yep, und wir auch. Jetzt wissen wir es. Aber wie zu erwarten war, hat die Edmund die Verkleidung gefunden. Er hat den Titel eines Meisterdetektivs absolut verdient. Na lol. Detektiv Edmund fand also die Mask-Verkleidung? Das ist interessant. Ja, und ich habe gehört, er hätte sie mit zu sich nach Hause genommen. Das ist es also. So hat Ed mir dies in die Hände bekommen. Ah. So hatte ich die Gelegenheit, mein Kostüm nochmal anzufertigen. Okay, nähen ist anscheinend sein Hobby. Das muss ziemlich zeitraubend gewesen sein, ha? Huh? Ja, das hat schon eine Weile gedauert. Jedenfalls einige Tage danach bekam ich den ersten der Erpresserbriefe. Erpresserbriefe? Na super. Wovon reden Sie da? Los, sagen Sie schon, was Sie damit meinen. Hey, beruhigen Sie sich. Regen Sie doch nicht so auf. Na, das finde ich jetzt echt interessant. Aha. Also, Atme hat erst sein Kostüm gefunden und dann fingen plötzlich die Erpressungen an. Ich glaube, Atme war der Trittbrettfahrer von Ronny. Du meinst, dass er quasi nur den einen Diebstahl gemacht hat und die anderen war Atme? Ich weiß es nicht, aber ich denke mal, dass Edmi sich da quasi so, ich mache diesen Dieb zum Meisterdieb und mich selber zum Meisterdetektiv. Könnte sein. Ja. Dieser Erpresserbrief, ist das der erste, den Sie erhalten haben? Er hat doch gerade gesagt, Briefe, also. Nein, natürlich nicht. Aber das ist der erste, mit dem ich jemals an einen bestimmten Ort bestellt wurde. Nach diesem Vorfall hat es also mit den Erpresserbriefen begonnen? Ja, nur wenige Tage nach dem Raub der Träne von Emmanon. In jenem ersten Brief, da stand, ich weiß, dass Sie es waren. Irgendjemand hatte also ihre wahre Identität herausgefunden, einfach so? Okay, dann kann es doch nicht Luke gewesen sein. Ach, es ist nicht leicht, ein Meisterdieb zu sein, wissen Sie. Ich habe Beweis, dass sie es waren, stand dann noch weiter in dem Brief. Letztendlich musste ich also den Schatz weggeben, den ich so mühsam erbeutet hatte. Oh. Das soll ich Ihnen glauben? Hey, Moment mal, was meinen Sie mit, Sie mussten ihn weggeben? Oh, keine Sorge. Nachdem ich das Juwel im genannten Schließfach deponiert hatte, hat mir jemand $10.000 geschickt. Es war nie die Rede davon, dass ich mir Sorgen machen würde. Danach habe ich die Pläne mit der Post bekommen. Pläne? Interessant. Dann wurde er zum Auftragsdieb. Ja.
Wieder versklavt. Yep. Und was für Pläne sprechen Sie da? Das waren Anweisungen zum Raub einer Krone, eines Gemäldes oder sonst eines Schatzes. Daran waren unüberwachte Stellen, Fluchtwege und sogar Trainingsmethoden enthalten. Sie wollen also damit sagen, dass nicht Sie die Diebstähle geplant haben? Nein, das war ich nicht. Ich habe nur den allerersten geplant. Diese Pläne hat mir eine sehr nette Person geschickt. Wahnsinnig detaillierte Pläne. Ah, das war Luke, definitiv. Ja. Entweder Luke oder sein Chef. Jedenfalls, beide hätten ja die Möglichkeit gehabt, die ganzen Sicherheitslecks festzustellen. Klar. Klingt fast so, als wäre er den Leib seinem Erpresser auch noch dankbar. Rondi Light war also doch Mask de Mask. Aber ein anderer steckt hinter den Diebstählen und hat diese im Detail geplant. Also musste ich musste die gestohlenen Schätze in dem Schließfach deponieren. Dann habe ich nur noch darauf gewartet, dass das Geld mit der Post kam. Tja. Könnten Sie versuchen, sich nicht ganz so erfreut darüber zu zeigen? Sie waren also wegen einem dieser Pläne auch hinter der Heiligen Urne? Nun, sehen Sie, eigentlich habe ich die Urne nie gesehen. Ich habe nur die Instruktion befolgt und gestohlen, was ich stehlen sollte. Herr Delight, entspricht alles, was Sie mir gerade gesagt haben, der Wahrheit? Ja, aber sagen Sie das bitte nicht meiner Desi, okay? Ich glaube, ich habe den Fall gerade gelöst. Okay. Ich denke, Luke ist Ronny auf die Schliche gekommen, hat ihn dann ausgenutzt, um ihn stehlen zu lassen im Auftrag, sich daran zu bereichern. Und als er genug davon hatte, hat er ihm eine Falle gestellt, indem er ihm was klauen hat lassen und ihn gleichzeitig oder selber sich als Dieb verkleidet hat und was geklaut hat. Mhm. Und weil er selber als Dieb bescheuert ist, hat er was kaputt gemacht und verkleckert. Deswegen ist die Urne auch mit Farbe bespritzt. Und Ronny hat er als Alibi zum Toten bestellt, um ihm dann den Mord anzuhängen, während er dann nur mit einem Diebstahl davon kommt. Das war alles von vornherein so geplant. Könnte sein. Deswegen hat er bei der Urteilsverkündung auch so gekichert. Und zugegeben, dass es ist. Oder hat er erst nicht geplant, als Dieb in den Knast zu gehen, aber als er die Chance dafür gesehen hat, hat das dann genutzt. Oder so. Denn für Diebstahl wird man nicht so hart bestraft wie für Mord. Ja, eben. Und irgendwie ist der Kane Bullard ihm auf die Schliche gekommen, nehme ich an. Deswegen muss er sterben. Ja, vielleicht wollte Kane ja ein Stück vom Kuchen abhaben. Oder so. Ron, bevor wir gehen, möchte ich Sie noch eines fragen. Ja, aber bitte tun Sie mir nicht weh. Lol. Herr Kane Bullard, schwören Sie, dass nicht Sie ihn umgebracht haben? Ja, natürlich. Ich könnte niemals. Ich lüge nicht. Ich habe nur seine Leiche im Tresor versteckt. Aber warum? Ja, dann hatte ich Angst, man würde meine Tat entdecken, also habe ich mich gestellt. Gestellt? Warum? Nun, wenn der Richter mich wegen des Raubes verurteilt hätte, hätte ich ein Alibi. Ja, vermutlich ja. Sie sind sehr gerissen, Herr Delight. Gerissen wäre nicht gerade das Wort, das ich bei ihm nennen würde. Hey. Ich glaube wohl keine andere Wahl, als Herrn Delight das zu glauben. Mächtige Maya! Ich hab's gewusst. Ja. Hey, Pally! Ja, sie ist die Einzige, die sie mystische Maya nennt. Ja. Ja, und morgen ist, glaube ich, im Knast. Yep. Na, wir sind ja gerade zurück! Hey Pearls, was hast du die ganze Zeit so getrieben? Sie hat doch gesagt, sie geht nach Korin, um die Urne hinzubringen, also. Die heilige Urne, Nick! Ich hab sie in Korin untersuchen lassen! Schön! Und? Was hast du rausgefunden? Nun, es gibt keinen Grund zu sagen, sie haben gesagt, es sei die echte Urne. Bin ich erleichtert. Ich hatte wirklich Sorgen gemacht. Allerdings gibt es jetzt ein kleines Problem. Sie wurde richtig repariert.
Ein Problem. Diese niedlichen kleinen rosa Glitzer. Sie sagt, das wäre Farbe und sie wären erst vor kurzem auf die Urne gekommen. Warum ist schon wieder von dem rosa Klecksen die Rede? Was ist denn daran besonders? Was daran besonders ist? Wir müssen herausfinden, wie sie auf die Urne kam, Menno. Ja, Hendrik, wir müssen herausfinden, wie sie auf die Urne kam. Mann! Menno! Okay, wir werden herausfinden, wie sie auf die Urne kam. Bitte vergessen Sie mich nicht. Ja. Ah, jetzt können wir zurück zu... Ja, Adrian. Los, Marsch ab! Da waren wir schon. Haben wir schon alles. Ja. Ab, los, tschüss! Auf und davon! Ja. Aber bitte, Adrian, sagen Sie nicht, dass ich ein wundervoller Mann bin. Jetzt Pearly wieder da. Pearl. Oh, es ist schön, dich zu sehen. Hallo! Ich habe dich länger nicht gesehen. Was hast du gemacht? Nun, eigentlich, ich habe diese Urne untersuchen lassen. Oh, ich verstehe. Wenn wir uns diese Urne nochmal genauer ansehen... Können wir herausfinden, was tatsächlich geschehen ist? Yep. Hey.